Hi. Was machen Sachen? Ich habe eine neue Form. Ich bin jetzt auch ein niedliches Pony. Ich bin sogar ein Pegasus. Ja, ich habe da ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was geplant. Ihr seht es ja schon im Hintergrund, da läuft die Timelapse von der Ponybase. Ich habe eine VTuber-Base gebastelt oder habe für mich eine VTuber-Base gebastelt für genau anthropomorphische Ponys. Leider funktionieren Vierbeiner ja nicht sonderlich gut in VC-Face etc. Also habe ich mir gedacht, machen wir das Ganze halt Antro, dass wir auf zwei Beinen stehen, damit wir halt demnächst vielleicht ein paar süße VTuber-Ponys haben. Ich werde auf jeden Fall ein paar Modelle erstellen, die man dann auch mal im Etsy kaufen kann. Aber ich nehme auch Aufträge an für diese Base. Es werden noch weitere Bases folgen. Ich werde das alles noch vorbereiten. Das ist noch in der Mache. Ich werde das alles auf einer Webseite hochladen, wo man sich das alles genauer angucken kann. Die ist gerade noch in Arbeit. Ich bin leider noch nicht fertig. Aber ich wollte das Video nicht weiter aufschieben, weil ich halt einfach so stolz bin auf meine kleinen Ponys. Ich finde die super niedlich. Ach ja, ich wollte mich nochmal kurz. Hallo? So, okay. Ich bin hier auf zwei Beinen unterwegs. Ein kleines Schwänzchen, das wackelt hin und her und kleine Flügelchen. Ich habe jetzt erstmal nur die Standardvariante gemacht. Später, da ich ja VC Face nutze, kann ich auch Animationen nutzen. Da werde ich mir ein bisschen was zusammenbasteln. Das sind halt auch Extras, die man sich dann dazu bestellen kann. Nur ich habe mir gedacht, das Ganze in der Base zu machen, ist es A für euch leichter, falls ihr auch Interesse habt an einem Pony. Und B ist es für mich leichter, das Ganze zu erstellen, da ich ja den Körper an sich schon habe. Der ist modelliert, der seht ihr ja gerade im Hintergrund. Rigging und so weiter habe ich nicht gemacht. Also habe ich gemacht, ihr seht ja, dass das gerigged ist, aber das habe ich nicht in dem Video gemacht, das wäre dann doch zu lange. Aber die Base hat ein Mesh, es hat Flügel offen, zu und ein Horn, das werdet ihr alles noch sehen. Und es ist gerigged. Das heißt, ich habe an für sich weniger Arbeit für einen neuen Auftrag. Ich muss den kompletten Körper nicht modellieren. Da kommt es quasi nur drauf an, was ihr für Zusätze haben möchtet. Für Haare, Accessoires, Schweif etc. Dementsprechend wird das Ganze nicht so teuer sein, wie ein komplett neues Modell zu machen, da ja eine Base schon vorhanden ist. Man kann halt verschiedene Gesichtszüge und so weiter noch anpassen, was jetzt nicht so aufwendig ist, da ich meine Base extra dazu ausgelegt habe, dass man da halt ein bisschen manipulieren kann. Und ja, ich dachte, das ist eine gute Idee. Ich werde auch viel, viel mehr verschiedene Bases machen. Das ist soweit der Plan. Und ihr werdet die ganzen dann auf meinen Social Media Seiten finden. Und ich werde eine Webseite dazu machen. Generell zu Aufträgen muss ich eine neue Webseite machen. Die alte ist aus Gründen nicht mehr auffindbar. Deswegen, aber die ist noch in der Mache. Da bin ich noch am Zusammenbasteln, wie ich das am besten mache. Es ist noch nicht 100% fertig. Wenn es fertig ist, habe ich es dann auch in meinem Linktree drinne. Und wenn nicht, schreibt mich einfach auf Social Media generell an, wenn ihr Interesse daran habt oder wenn ihr Fragen habt und so weiter. Ja, vielleicht gibt es dann ein paar mehr Ponys oder ein paar andere. Wie gesagt, ich habe ein paar coole Ideen, was man so machen könnte, was man so als Base machen könnte. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, das wäre für alle vielleicht ein bisschen entspannter. Ich werde eine Base machen und es gibt einen Charaktersheet, das werdet ihr dann auch auf der Haupt. Also ihr werdet das dann halt auf meiner Webseite runterladen können. Ein Charaktersheet ist quasi einmal das Modell von vorne und von der Seite und da könnt ihr drauf rummalen, wie ihr das möchtet und dann habt ihr es vielleicht leichter, Aufträge abzugeben. Ihr könnt die Base natürlich auch nutzen für andere Sachen, wenn ihr euch generell ein Charaktersheet machen möchtet, habe ich nichts dagegen, ladet ihr euch runter. Ist eine sehr rudimentäre Base, also es ist halt nichts weiter dran, es ist halt wirklich nur die Anthroform und halt die Chibis, die ich ab und zu auch mal hier habe, sind dann da vorhanden. Wie gesagt, auch wenn ihr so generell einfach das nutzen möchtet, dürft ihr die Base dann runterladen, wenn es soweit ist. Ich bin leider mit der Webseite noch nicht fertig geworden, aber ich wollte das Video nicht immer weiter und weiter aufschieben. Das ist jetzt schon doch ein Weilchen her, wie wir das Ganze in einem Stream zusammen gebastelt haben. Ja, und vielleicht sehen wir dann auch mal ein paar coole andere VTuber, nicht nur immer Anime Girls und Anime Boys, wobei ich auch nichts gegen Anime Girls und Anime Boys habe, aber ein bisschen Diversität wäre doch cool. Ich gibt's ein paar Ponys, ein paar Chibis, vielleicht gibt's auch noch andere coole Sachen. Wie gesagt, ich habe hier das eine oder andere noch in Planung, aber das bleibt geheim. Generell, ich habe momentan viel zu viele Pläne und komme gar nicht hinterher, was ich alles machen müsste.
Deswegen will ich jetzt eine Sache nach dem anderen mal fertig machen und nicht wieder aufschieben. Deswegen kommt das Video auch raus, bevor die Webseite fertig ist, weil ich das alles gerade momentan echt tierisch aufschiebe. Ja, Motivation ist null, Pläne sind hoch und am Ende komme ich doch zu nichts weiter. Ich brauche gerade ultra lange für irgendwas. Der ein oder andere, der ja bei mir in Streams drin ist, der weiß Bescheid. Ich habe so ein bisschen mit Depressionen zu kämpfen. Dementsprechend habe ich mal mehr und mal weniger Energie. Und irgendwie muss ich ja irgendwo anfangen. Und ich dachte, okay, das Video habe ich schon fast fertig. Die Timelapse ist da. Ich muss noch drüber sprechen, weil ich ja was sagen möchte. Und das war dann doch einfacher, wie den Rest der Webseite zu machen. Und ein paar andere Sachen fertig zu machen. Deswegen Stück für Stück arbeiten wir uns vorwärts. Und ja, das war alles, was ich sagen möchte. Und im Rest des Videos werde ich mit Musik unterlegen und wünsche euch viel Spaß beim restlichen Erstellen der Base. Ciao!